Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Hunger Games. Und zwar habe ich mal vor, das ein paar Mal zu spielen oder einfach mal, wenn ich halt Bock habe, dann spiele ich mal eine Runde. Ich spiele auf einem Server von minecraftpvp.com. Das ist eine Seite, die immer ganz viele Hunger Games Server hostet, die dann halt immer regelmäßig anfangen. Der startet jetzt gleich. Der Server ist jedenfalls voll. Und ja, Hunger Games, denke ich, ist für jeden Begriff hier. Und ich spiele komplett alleine, nicht im Team oder so. Oder halt mit anderen Leuten, sondern halt mal alleine. Und naja, ich bin jetzt nicht der Beste oder der Erfahrenste. Ich mache einfach mal so, wie ich es mir vorstelle, wie das gehen könnte. Ich habe auch noch nicht oft gespielt, ich habe ungefähr 3 Runden gespielt. So, startet in 15 Sekunden. Ja, wir laufen dann einfach mal in irgendeine Richtung, versuchen uns irgendwie Zeug zu schnappen. Und ja, ich finde es jedenfalls nett gemacht, weil hier immer Server verfügbar sind und es geht los. So, wir laufen mal in die Richtung. Ich hoffe, da laufen jetzt nicht so viele hin. So, ja, dann geht's los. Und ich weiß noch nicht, wie groß ich die Parts machen werde. Das kann natürlich schnell zu Ende sein, dann wird es halt ein kleiner Part. Und wenn es längere Parts werden, ich sag mal so, wenn es nicht über 20 Minuten geht, dann wird es nur in einen Part gepackt. Ansonsten werde ich da mehrere Parts draus machen. Es kommt einfach drauf an. Manchmal dauert es halt länger, manchmal nicht. So ist das halt bei Hunger Games. So, sind da noch Leute? Ja, der ist noch hinter mir. Okay, dann verziehen wir uns mal in die Richtung hier. Ich finde, es ist immer wichtig, uns erstmal komplett von den anderen abzukapseln, damit die einem halt nicht töten, sobald PvP beginnt, weil das läuft, glaube ich, nach 2 Minuten aus, dieses PvP-Sperrdings. Warte mal, ich mache mal ein bisschen lauter, ich höre ein bisschen wenig. So, okay. Jetzt sehe ich gerade keinen mehr. Gut, dann bauen wir mal unsere ersten. Ah ja, Unbesiegbarkeit in einer Minute aus. Alles klar. Gut, ich hoffe mal, wir haben jetzt keinen hinter uns kleben. Schaue ich gleich nochmal. Es gibt immer Leute, die sich hier, die sich ein Team zusammenstellen. Da haben sie natürlich bessere Chancen, bis zum Ende zu überleben. Und natürlich müssen sie sich dann gegenseitig am Ende umbringen. Das ist natürlich immer ein bisschen problematisch. Ich sag mal so, wer Hunger Games noch nicht kennt, also ich denke, viele von euch haben den Film gesehen, viele von euch wissen, oder das Buch gelesen, und viele von euch wissen auch von sich aus, was Hunger Games bei Minecraft ist. Wer es noch nicht weiß, Hunger Games ist halt so ausgelegt, es spielen hier auf dem Server jedenfalls 100 Leute mit, und Aufgabe ist zu überleben, und wer am Ende überlebt hat, gewinnt. Mehr ist das nicht. Und ja, man kann sich natürlich gegenseitig umbringen, das werden auch die meisten dadurch sterben, und das ist halt so die Aufgabe. Ja, und es hat jetzt donnert es, und so ist das. Jetzt gehen schon die ersten Leute drauf, unten steht es, nur 93 Spieler von den 100 sind jetzt am Leben. Jetzt muss ich aufpassen, und es geht ziemlich schnell. Ich glaube, bei jedem Donnerschlag stirbt eine Person. Jedenfalls war das in dem Film so, oder im Buch. Ich weiß nicht, ob das hier direkt drauf, direkt auch stimmt. So, wir sind hier recht alleine, hoffe ich. Deswegen bauen wir uns jetzt mal die ersten Werkzeuge. So, ich habe ein bisschen Lags heute. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder jetzt gerade am Server. Wo ist meine... Ups, Alter. So. Egal. Erstmal so. Erstmal eine kleine Spitzhacke machen, damit wir uns gleich erstmal Stein holen können. Und dann ein Schwert, damit wir uns notfalls verteidigen können, auch wenn es mit einem Holzschwert nicht viel bringen wird. So. Dann graben wir uns mal kurz in die Erde und holen uns ein bisschen Stein, damit wir uns wenigstens schon mal ein Steinschwert machen können. So, ja, ich finde, ich wollte es eigentlich nicht machen, Hunger Games ist es an sich nicht so, aber ich habe mir gedacht, da habe ich die Server hier entdeckt und da dachte ich, ach, das ist doch ganz einfach hier so mal ein Spiel zu starten, das geht doch ganz gut. Und da habe ich gedacht, komm, mache ich doch mal. Ist ja dann doch nicht so viel Action. Ich dachte, dass mit den Hunger Games Servern, das ist dann mit Vorankündigung und das ist halt Warteschlange und was weiß ich. Aber das geht hier ganz einfach. Einfach auf die Website gehen, da sind da halt, weiß nicht, bis 6 verschiedene Server, die kurz vorm Starten sind. Da wird halt gewartet, bis genug Leute drauf sind. Dann läuft der Countdown ab und dann geht's auch schon los. Und da sind immer Server verfügbar und ich finde das wirklich eine tolle Sache. Link ist auch in der Beschreibung. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal ein paar Runden machen und die aufnehmen. Und immer wenn ich halt mal Lust habe, kommt mal eine Folge Hunger Games raus. Und ja, ne? Wisst ihr Bescheid. So.
Na, es reicht vielleicht erstmal für den Start. Ich weiß nicht, war das. Ah, meine. Okay, das sind meine Schritte. Die hängen ziemlich nach. Anscheinend leckt es echt. Oh ja, die Sounds lecken ganz schön nach. Das ist nicht schön. Aber na gut. Ja, machen wir uns als allererstes noch ein paar Sticks hier. Und gleich mal eine Steinspitzhacke. Nein! Doch! Oh Gott, leckt das. Aber ich weiß ja, an mir kann es an sich nicht liegen. Ich habe nichts mehr offen, außer das hier. Naja, dann ein Steinschwert machen. So. Am besten vielleicht noch gleich eins zum Ersatz, man weiß nie. So, hier unten hin. Dann noch eine Steinschaufel. Machen wir uns halt den ganzen Anfangskram hier erstmal. Und noch eine Steinaxt. So. Und jetzt kann es dann erstmal losgehen. Und ich würde sagen, am besten jetzt erstmal Essen finden. Wie viele Leute sind noch dabei? 55 Spieler. Mein Gott, das geht schnell. Die Hälfte ist schon gleich weg. 53. Erstmal ein paar Tiere finden. Oder vielleicht Pilze oder sowas in der Art. Das Tolle ist halt, dass es hier immer anders verlaufen kann. Ich hatte eine Runde schon, da habe ich mich in eine Schlucht gebaut, runter, in eine große Schlucht runtergebaut und da muss ich jetzt auch aufpassen. Natürlich kann mich auch die Skelette oder so töten. Oh, 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 nein, was? Scheiße. So, aber, das war mir jetzt zu kurz die Runde, deswegen gleich mal eine neue gestartet. Wie gesagt, Server sind eigentlich fast immer verfügbar. Das sollte jetzt auch gleich losgehen. Wie viele Leute sind drauf? 87 von 100. Das heißt, gleich geht's los. Und ja, was ich gegen die Lags machen kann, weiß ich jetzt nicht. Ich bin definitiv nicht mehr am Downloaden. Ich kann mal Steam schließen. Aber da bin ich auch nicht am Downloaden. Aber, naja, wer weiß. Ja, da warten wir kurz. 5 Sekunden, dann geht's los. Ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, genau. Ich hatte ja erzählt, dass ich, als einer mal zum Beispiel in der Schlucht war, habe ich mich eingebaut. Habe ich mich auch, glaube ich, 2 Tage durchgeschlagen. Und irgendwann habe ich einen ankommen sehen, schon von oben. Da habe ich mich langsam in meine Mine reingebaut und habe sogar eine Falle gebaut, die dann runter in die Schlucht geführt hat. Also ich habe mich in den Berg reingebaut, habe dann in den Berg ein Loch gegraben und das Loch hat dann zufällig in die Schlucht geführt. Und dann wollte ich den halt austricksen, dass der dann in die Schlucht reinfällt, wenn er versucht, mich zu töten. Aber leider hat er mich getötet, bevor er in die Schlucht reingefallen ist. Und das war leider sehr schade. Das war sehr schade. Und trotzdem, das finde ich halt das Tolle, die Maps sind immer anders, das kennt man ja nicht anders von Minecraft und man hat da viele Möglichkeiten. So, es geht los und wir verziehen uns da hinten hin, würde ich sagen, einfach mal so. Ah, Pilze mitnehmen, unbedingt. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Grundnahrungsmittel hier. Und sie ploppen natürlich total langsam auf, aber okay. Wir sind noch ein paar Minuten unbesiegbar. So, lalala, rote nicht vergessen. Scheiße, gleich sind alle Roten weg, wenn ich mich hier nicht beeile. Da hinten sind noch welche. Komm, beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch. Ich brauche Pilze, hopp, ha! Scha, Pilze, 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 Pilze. Da. So. Mach mal genauso viele wie braune. Das sollte dann erstmal reichen. Nein, mein Pilz. Ma. Ah, du. Ah, dich töte ich als erstes. Okay, da, schnell, 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 schnell. Rote Pilze, ich brauche nur einen. Obwohl, wie ist denn das? Ich weiß es nicht, wie viel man braucht, damit das hier. Ach komm, ich brauche einfach noch ein paar Abzug. Okay, scheiß drauf. Das reicht, das reicht, das reicht. Jo, wir wollen uns ja auch ein bisschen verpissen. In einer Minute geht es nämlich schon los hier mit PvP. Deswegen schnell mal in eine Richtung rennen. Hoffen, dass mich keiner verfolgt. Wenn ich jetzt wieder so schnell drauf gehe, dann tut es mir leid, aber das ist das Spiel dann. Da ist das halt so. Oha. Wäre natürlich jetzt eine. Nein, ich habe noch kein Holz. Habe ich vergessen. Hier war anscheinend schon einer. Oh Gott, raus hier, raus hier. Fuck! Ah! Scheiße, ja, Schaden kommt dann irgendwann 10 Minuten später mal. Ich muss hier irgendwie rausbauen jetzt. Ich habe noch kein Holz. Das habe ich ganz vergessen. Das ist scheiße. Ach komm, scheiß drauf. Ach du Kacke. Wo bin ich? Oh Mann. Ich muss mich jetzt hier irgendwie rausbauen. Kacke. Okay. Kann natürlich sein, dass ich jetzt
gleich drauf gehe. Ah, hier komme ich anscheinend hoch. Aber sieht so aus, als ob hier keiner wäre. Wenn ich Glück habe, habe ich Glück. Das Chatfenster stört ein bisschen, habe ich. Aha, nein, bist du. Nicht bewegen. Kacke. Scheiße, Mann, scheiße. Was habe ich getan? Das war doch keine gute Runde jetzt. Ich wollte doch nur eine schöne Runde jetzt hinkriegen. Was macht der da? Ist der AFK oder was? Schnell hier raus. Ich habe nur ein Herz. Mein Gott, wo geht's denn hier raus? Scheiße. Ich könnte den mal auch versuchen zu töten. Vielleicht hat er was. Aber wahrscheinlich... Ah, oh, ja, ich hätte es lassen sollen. Der war nicht AFK, der hat nur was gecraftet. Aber okay, so ist das. Noch ein Spiel starte ich jetzt nicht. Das wird dann in der nächsten Folge passieren. Ich will eigentlich nur eine Folge pro Dings machen, aber das... eine Runde pro Folge machen. Aber weil das halt die erste war, wollte ich das nicht versauen. Aber ich habe es trotzdem versaut. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Die nächste Runde wird hoffentlich besser. Und dann würde ich sagen, ja, schreibt mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, dieses neue Projekt, in Anführungsstrichen. Ja, und dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.